Möchtest du wissen, wie du Hunderttausende von Euro mit Wise nach Thailand überweisen kannst? Dann bleib dran. Hallo, liebe Zuschauer. Das ist ein Nachtrag zu meinem Video, wo ich mal Wise erklärt habe. Mittlerweile habe ich schon einige Informationen bekommen. In dem Fall zum Beispiel, wie bekommt man größere Geldmengen, also 10.000, 100.000 oder eine halbe Million ohne weiteres nach Thailand? Für diejenigen, die natürlich hier in Thailand ein Haus kaufen wollen oder ein Auto, ist das natürlich sehr interessant. Am Ende von dieser Erklärung hier bei Wise, da zeige ich euch, wie es gemacht wird. Hallo, liebe Zuschauer, wie bekomme ich mein Geld von Deutschland nach Thailand? Ja, mittlerweile bin ich schon von vielen Leuten darauf angesprochen worden, wie bekomme ich denn jetzt meine Rente oder mein Guthaben vom Konto schnellstmöglich hier auf ein thailändisches Konto. Also in der Vergangenheit habe ich früher Kunde bei der Commerzbank, habe ich das von der Commerzbank nach hier geschickt und ich muss sagen, vor einigen Jahren war es ja noch so, dann war das eine Woche weg und dann war das für einen ganz schlechten Wechselkurs denn hier auf meinem thailändischen Konto. Heute geht es also darum, wie bekomme ich schnellstmöglich unter der Prämisse wenig zu bezahlen, also einen guten Wechselkurs zu haben, auch wenig Gebühren zu zahlen, hier nach Thailand. Ich muss vorab sagen, da gibt es unterschiedliche Firmen. Ich befürworte da mehr TransferWise oder heute heißt es Wise. Da gibt es aber noch Azimo und dann gibt es auch noch andere. Man kann jetzt nicht hundertprozentig sagen, das ist jetzt günstig und das ist ganz schlecht oder so. Das hängt auch von dem Betrag ab, den man jetzt gerade überweisen möchte. Wenn man einen kleineren Betrag hat, dann bezahlt man da wohl mehr. Und wenn man 1.000 oder 10.000 überweist, ist da die Wechselgebühr oder die Kosten geringer. Also da muss jeder selber mal gucken. Was ich schön finde hier bei Wise, dass man auch, wenn man transferiert, einen Vergleich bekommt. Und dann sieht man also von den anderen Banken, wie viel man Geld eigentlich bekommen hätte. So, also hier geht es jetzt darum, von Deutschland nach Thailand das Geld zu bekommen. Ich habe eigentlich damit angefangen, mit Wise, um eben halt schnell Geld hier zu haben, mit einem sehr guten Wechselkurs, der ja 48 Stunden garantiert wird. Auch wenn das übers Wochenende sich irgendwie ändern sollte. Also wenn man jetzt Freitag das abgegeben hat, die Order, und übers Wochenende ist irgendwie ein Einbruch gekommen im Wechselkurs, das wird dann gar nicht berücksichtigt. 48 Stunden habt ihr eine Preisgarantie. Das ist also eine sehr schöne Sache. Also ich habe mich angemeldet. Das werde ich euch auch noch zeigen, wie das geht bei Wise. Ihr müsst also praktisch da euch anmelden und dann kann man auch ein Konto hinterlegen, was man hier in Thailand hat. Ich komme später nochmal darauf zurück, wie man auch das Geld hier erhalten kann, ohne ein thailändisches Konto zu haben. Da kommen wir aber am Ende drauf. Man hat also hier in Thailand ein Konto, da habe ich also auch ein paar Filme zugemacht. Wann kann ich hier ein Konto eröffnen, da will ich also jetzt nicht näher drauf eingehen. Dann wird von Wise eine Testüberweisung darauf gemacht, auf dieses Konto. Und da ist dann auch eine Nummer bei. Und das gibt man nachher wieder bei Wise ein. Und dann weiß Wise, okay, ihr seid autorisiert mit diesem Konto. So, wenn man also jetzt nur diese einfache Sache hat, dann kann man wirklich nur von der Deutschen Bank, in dem Fall war es oder ist es manchmal die Commerzbank, die ich da angewiesen hatte, auf ein Konto auf Wise zu überweisen, das Konto. Das war damals in Deutschland dieses Konto, mittlerweile habe ich das in Belgien, das wurde mir so angewiesen, ich kann da auch nichts dran ändern, in Belgien ist jetzt mein Konto. So, und wenn jetzt das Geld von der Commerzbank überwiesen worden ist auf dieses belgische Konto, bekam ich sofort eine Mitteilung, dass es jetzt bei Wise ist und dann wurde es dann direkt auf dieses Konto hier in Thailand überwiesen.
Das hat auch wunderbar geklappt, bis ich mal den Fall hatte, dass ich ein anderes Konto Geld zuschicken wollte. Und dann klappt das nämlich nicht mehr. Dann muss man wirklich ein Internetkonto erstellen. Das erste war also praktisch ein automatisches Transferkonto im Dreiecksverhältnis. Aber jetzt muss man wirklich ein Konto errichten bei Wise. Da muss man also die ganzen Daten eingeben, wo man wohnt und bla bla bla. Und dann kann man von dem deutschen Girokonto zum Beispiel Geld auf dieses Konto überweisen. Oder man hat auch die Möglichkeit, von diesem Konto, vom Wise, die Mastercard anzuweisen, dass direkt das Geld nach Wise-Konto kommt. Da war ich aber dem Irrschluss unterlegen, dass es fast nichts kosten würde, über die Mastercard einen Überziehungskredit anzuregen, sage ich mal. Ja, dann habe ich mal im Internet gegoogelt und siehe da, 23% Zinsen können auf die Mastercard kommen, wenn man das überzieht. Also werde ich jetzt nicht mehr machen. Aber in dem Fall war es so, ich musste das übers Wochenende schnellstmöglich das Geld hier haben. Und die Giro und das Konto bei der Commerzbank ist ja nicht aktiv übers Wochenende. Die schlafen ja. Und dann kann man also nur von der Mastercard direkt das Geld überweisen. Und von da aus war das dann direkt auf mein Konto hier in Thailand. Also man hat bei der einfachen Version die Möglichkeit anzuweisen, dass man Geld von der Commerzbank auf das thailändische Konto über den Umweg eines internen Kontos bei Wise das Geld hier rüber bekommt. Und man bekommt immer wieder einen Hinweis, wo ist jetzt gerade mein Geld. Und wenn das erste in der Woche geschieht, dann hat man innerhalb von ein paar Minuten wirklich das Geld hier auf dem thailändischen Konto. So, jetzt mit dem eigenen Girokonto, sage ich mal, ein Guthabenkonto ist das, kann man also nicht überziehen, kann man also jetzt Geld da deponieren. Man kann unter anderem in 50 verschiedenen Währungen das Geld ablegen. Also ich bringe jetzt meine Euros auf dieses Wise-Konto und jetzt sage ich, okay, jetzt ist momentan der Wechselkurs sehr gut in Thai, in Baht und transferiere das auf ein internes Konto und lasse es jetzt da liegen. Ich könnte es auch direkt auf mein Konto bringen, aber vielleicht denke ich ja, nächste Woche fällt der Euro wieder am Wert und dann kann ich wieder zurück spekulieren. Dann fängt nämlich die Spekulation an. Man kann also zwischen den einzelnen Währungen spekulieren in dem Wise-Konto. Diese Möglichkeit besteht. So, hier ist jetzt das Besondere. Ich kann von diesem Konto fast auf der ganzen Welt jedes Konto anweisen, dass dieses Geld auf das andere geht. Hier war es in dem Fall, ich habe meiner Ex-Frau noch Geld geschickt, die wohnt in der Türkei. Und das war also ohne weiteres möglich. Die hatte innerhalb von 2 Tagen oder 3 Tagen hatte die ihr Geld auf dem Konto. Kein Problem. Das kann man also weltweit machen. So, und jetzt kommen wir wieder darauf zurück, hier in Thailand. In Thailand ein Konto zu eröffnen, ist ja nur unter bestimmten Möglichkeiten möglich. Man muss ein spezielles Visum haben, also über 3 Monate. Ja, das hat ja nicht jeder. Wenn er jetzt zum Beispiel hier in Urlaub ist oder er ist immer nur für ein paar Monate hier, dann kann man das Folgendes machen, dass man also, wenn man hier einen Freund, das muss aber wirklich ein guter Freund sein und vertrauensvoll, dann kann man also von diesem Wise-Konto dieses Konto von einem Freund angeben, hier in Thailand, und dann wird das Geld darauf transferiert und dein Freund zahlt dir hier Cash am ATM das Geld aus. Bums, das war's. Ist also eine ganz einfache Möglichkeit, ist aber mit Vertrauen aufgebaut. Normalerweise in einer Woche kann das im Minutenbereich sein, dass also das Geld auf dem Konto ist. Ihr könnt praktisch am ATM-Automat stehen, die Transaktion vollziehen, also vom Wise-Konto auf sein Konto. Und dann wartet er darauf, dass das Geld auch eingezahlt worden ist und ihr bekommt sowieso einen Überblick, wo es jetzt gerade ist und dass es gerade gut geschrieben worden ist auf dem Konto und ihr bekommt das von eurem Freund Cash. Die Möglichkeit gibt es auch. So, das war jetzt die ganze Theorie, was man damit machen kann.
Ich will nicht verschweigen, im Internet gibt es also einige sehr gute Filme darüber, aber leider sind die meisten in Englisch. Und ich versuche jetzt mal zwei Themen hier oder euch zu zeigen, wie das vonstatten geht. Ich will das einmal hier zeigen, wie das mit dem Handy funktioniert. Übrigens, mit dem Handy arbeite ich am liebsten darüber, weil auch zum Beispiel, wenn man vom Girokonto Geld überweist nach Weiß, muss man ja immer die TAN-Nummer und alles eingeben. Beim Computer ist das jedenfalls bei mir. Und das macht dann alles, kann man hier im Handy alles wunderbar machen. Man braucht nichts einzuscannen, um eine Nummer zu bekommen. Ist super einfach. So, man geht jetzt erstmal in sein Weißkonto und da steht da unten Bank, Home, ja, Bank. Ich hab jetzt nur hier eine grüne Wand, ich sehe gar nichts. Ich muss das jetzt also aus meinem Gedächtnis machen. Da stehen die ganzen Bankdaten drin von euch, von eurem Konto bei Weiß. Das schreibt ihr am besten auf, da ist ja auch eure Kundennummer ist da drauf, die Bankkontonummer, die 25 oder 26-stellige Zahl, die müsst ihr also haben. So, ja, jetzt habe ich gerade mal mein Handy geholt, ich habe da nämlich gar nicht mehr so alles im Kopf, was ich da machen musste. So, hier oben seht ihr mein Eurokonto, 19,44 Euro. So, hinzufügen gehen wir da. Und ich will 150 Euro transferieren von meinem Girokonto. So, den Betrag gebe ich jetzt hier ein. 150 hinzufügen zu meinem Konto bei Weiß. Und dann fragt er, ja, woher soll denn das Geld kommen? In dem Fall will ich eine Banküberweisung machen. Ja, ich bin der Kontoinhaber, kann man dann anklicken und weiter. Und hier bekommt man jetzt die Bankdaten, die man benötigt, um von seinem Girokonto in Deutschland die Überweisung tätigen zu können. Ja, ihr fragt jetzt, ob die Überweisung schon stattgefunden hat. Hat ja noch nicht stattgefunden. So, die Daten, die schreibt man sich auf oder druckt man mal kurz aus, wenn man die im Nachhinein benötigt. So. Ja, wie ihr jetzt gerade gesehen habt, habt ihr gar nichts gesehen. Also die mit dem Rekorder, DU-Rekorder, um also das Screen aufzuzeichnen, das Video, der hat also hier gar nichts aufgezeichnet, aus Sicherheitsgründen nehme ich wohl an, bei der Commerzbank. Also bei der Commerzbank bin ich dann reingegangen und habe dann angewiesen, dass 150 Euro auf dieses Weißkonto kommen. Und da habe ich ja vorher schon die ganzen Daten mir notiert und dann konnte ich das eintragen. So, im Anschluss gehe ich dann wieder bei Weiß rein und hier haben wir jetzt wieder ein Bild. Und siehe da, da sind die 150 Euro schon auf dem Weißkonto. So, 150 sind drauf. Nein, die sind noch nicht drauf, sorry. Sie sehen aber, dass ich das angewiesen habe. Das habe ich ja jetzt mal drauf. Da habe ich ja drauf geklickt, dass ich das angewiesen habe. Jetzt wartet Weiß darauf, dass das Geld von der Commerzbank hier auf dieses Weißkonto im Internet kommt. So, hier habe ich die Möglichkeit, ich habe noch nicht bezahlt oder ich möchte das Ganze abbrechen. Ja, und nach ein paar Minuten normalerweise oder wenn also die Commerzbank das also wirklich angewiesen hat, dann ist das Geld hier auf dem Internetkonto, die 150, und kommen in dieses Eurokonto rein. So, jetzt kann man da, wie ich da eben schon mal gesagt habe, sagen, okay, ist gerade ein guter Wechselkurs, will es aber noch nicht nach Thailand schicken, weil ich jetzt kein Konto zum Beispiel habe oder über weiß welchen Gründen, kann man das denn also auch jetzt, wenn der Wechselkurs gut ist, intern bei Weiß in Baht umwandeln. So, und jetzt transferieren wir das Guthaben, was man bei Weiß hat, auf das thailändische Konto. Ja, man geht wieder zurück, man sieht also hier, da ist also Geld reingekommen, wir sind jetzt schon auf 224 Euro, ist Guthaben drin und dann geht man hier drauf und dann hat man also zum Beispiel sein Konto, das thailändische Konto seht ihr hier, man kann aber auch jetzt ein anderes Konto anweisen, was ich anfangs gesagt habe, das in die Türkei transferieren. So, hier trage ich jetzt ein, zu überweisen 150 Euro bzw. 180 war es dann insgesamt gewesen, die ich überweisen musste. Die trägt man da ein
Da unten steht dann schon gleich, wie viel das Ganze kostet. Und hier bekommt man zum Beispiel einen Vergleich mit anderen Banken, wie viel man da bekommen würde. Da ist leider Azimo, was also praktisch die Konkurrenz ist, nicht drin. Man weiß aus gutem Grund, weil es vielleicht das gleiche ist oder vielleicht günstiger. So, aber hier hat man jetzt alle Kosten, Gesamtgebühr 1,85 € für 180 Euro. So, Überweisung, da hat man also die Überweisungsdaten drin und bestätigen und senden. So, da klickt man also drauf und dann gibt man noch einen Grund an. Das war in dem Fall, waren das Spenden für wohltätige Zwecke. Dann sucht man aus oder man nimmt ein anderes. So, Spenden für wohltätige Zwecke. So, dann wartet man ein bisschen und jetzt sieht man, die 180 von mir sind jetzt gerade unterwegs. Und weiß, und jetzt wird also praktisch gewartet, dass die thailändische Bank das übernimmt. Hier sieht man also auch wieder sehr schön, wo gerade das Geld ist. Man kann sie auch nochmal abbrechen, wenn man möchte. Ja, und wenn das Geld angenommen worden ist bei der zuständigen Bank, dann bekommt man also von Wise auch nochmal eine Mitteilung, dass es also gut geschrieben worden ist auf dem Konto. Ich finde, das ist eine ganz gute Sache und schnell vor allen Dingen. Und hier hat man auch die Möglichkeit, weil es so schnell geht, auch einem anderen, wenn ihr also kein Konto hier habt, das Geld zu überweisen und ihr bekommt das von dem Cash aus dem ATM-Automat. Also meine Erfahrung ist eine gute Erfahrung, es ist schnell, kostengünstig und ja, sicher. Ich bekomme, wie gesagt, immer hier auf meinem Handy einen Hinweis, wo es sich gerade befindet. So, jetzt hier unten drunter, dem Film ist dann auch ein Link. Da könnt ihr also direkt auf Wise gehen und euch anmelden. Hier müsst ihr darauf Acht geben. Wenn ihr das schon in Deutschland macht, dann habt ihr ja eure deutsche Telefonnummer angegeben. So, und wenn ihr jetzt nach hier kommt, dann ist es ja so, da habt ihr vielleicht eine SIM-Karte drin. Und dann wird aber, wenn ihr jetzt eine Änderung vornehmen wollt in Wise, wird das immer zu eurer deutschen SIM-Karte geschickt, um das dann zu bestätigen. Also ich rate jedem eigentlich, ich hatte hier auch den Fall, dass jemand gekommen ist, der hatte schon in Deutschland das aktiviert und jetzt hat er hier die SIM-Karte reinbekommen und dann war das also ein Hin und Her. Und wenn man kein Handy hat mit zwei SIM-Karten, dann ist das also schon problematisch. Man sollte es also denn hier machen am besten. Ich mache euch nur darauf aufmerksam, es geht immer die Information zur Änderung von irgendwelchen Dingen zu der Karte, wo ihr euch mit angemeldet habt. Es gibt auch den Passus, habe ich mal irgendwo gesehen, dass man die Telefonnummer ändern kann. Das müsst ihr dann also vorher machen, bevor ihr hier eure thailändische SIM-Karte reintut. Also da müsst ihr drauf achten, ne? Sonst gibt es da ein bisschen Probleme. Aber in dem Fall der hier gewesen ist, der hat sich also mit denen in Verbindung gesetzt und die hatten also den Service, ganz schnell ihm dann auch zu helfen. Ja, jetzt habt ihr mal so einen kleinen Überblick bekommen, wie das so funktioniert bei Wise. So, ihr möchtet gerne größere Geldbeträge über Wise nach Thailand transferieren. Da ist es natürlich ganz wichtig, dass ihr also ein Online-Konto habt bei Wise, das ist ganz wichtig. Dann könnt ihr das folgendermaßen machen. Ihr könnt also von eurem deutschen Konto auf Wise, was ja irgendwo in Europa ist, meinen sie zum Beispiel in Belgien, ich weiß auch nicht wieso, vorher war es in Deutschland, könnt ihr euer Geld nach Wise überweisen. So, von Wise nach Thailand, auf das thailändische Konto, was ihr habt, könnt ihr maximal in dem Fall 7.000 Euro überweisen, praktisch im Sekundentakt. Wenn ihr über 7.000 Euro überweisen wollt, dann dauert das einen Tag oder länger. Also, ihr könnt zum Beispiel jetzt in den ersten
10 Sekunden, so braucht man so die Zeit, um 7.000 Euro zu überweisen für den Ablauf. Dann könnt ihr also in einer Minute 42.000 Euro überweisen. Und das macht er nach und nach, bis eben halt eure Geldmittel erschöpft sind auf eurem Weißkonto. Auf dem Weißkonto sollten maximal am Monatsende 15.000 Euro plus drauf sein, ansonsten bezahlt ihr Negativzinsen. So, und so könnt ihr jetzt also größere Geldbeträge, 100.000, 200.000 oder noch mehr, für euer Haus oder für euer Auto nach Thailand überweisen. Ihr braucht bürokratisch gar nichts zu machen, das läuft einfach so, also ihr braucht dem Finanzamt da nichts mitzuteilen oder vielmehr ist auch keine Abfrage gewesen. Ich habe einfach von meinem Kommerzkonto Geld auf das Weißkonto überwiesen und dann ab nach Thailand, wie gesagt, in Paketen von 7.000 Euro. Das war es, das Neue, was ihr erfahren habt, was vielleicht für euch interessant ist. Bis zum nächsten Mal, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat und vergesst nicht, das Abo anzuklicken, damit ihr weiterhin auf dem Laufenden seid. Okay, tschüss!